So, keine Werbung am Laufen sehe ich gerade. Und der Hut muss ab. Jo. So, also Werbung schalten eventuell. Dann wollten wir heute noch zu Danas Mine. Und nebenbei halt die Sachen für das Schwarzmoor. Ja. Da. Na? Keine Cutscene, okay. Hopp. Von McDonald. Howdy, Nachbar. Ich habe ein paar Fälle übrig, die ich... Ja, okay. Oh, und war nicht heute auch die heiße Quelle? Oder war das gestern? Ich hab's verpennt. Gucken wir mal hin. Schade tut's nicht. Wow. Hallo, Prinzessin. That old man across the yard said he got denied with his business plan. I kind of feel sorry for him. McDonald? Was für eine Geschäftspläne? Oder nee, die werden sich kennen, die wohnen doch direkt nebeneinander. Ich glaube nicht, dass er gemeint ist. I talked with Musa. He wasn't interested in any farming related business. Ah, that stinks. I'll show him. Du bist stinkig, weil er kein Interesse an Farming hat, dafür kann er doch nichts. Du kannst doch stinkig auf die halbe Welt sein. Das ist keine gute Einstellung. Lieber über diejenigen freuen, die Interesse daran haben. Na gut. Bin ich hier richtig? Das war ich hier hoch und dann im Westen, ne? Haben alles hier gebaut. Die ganzen Aufzüge überall und Brücken hast du nicht gesehen. Da. Nö. Nichts am Funkeln oder gelbkreisig hervorgehoben oder eh. Oh. Welches? Heiße Quelle für eine Person kostet 200 Gold. Ja. Zählen Pferde extra? Eine Badewanne im Wasser? Was? Okay, sieht aus wie ein Kochtopf, der auf dem Wasser schwebt oder so. Und es hat bestimmt alles an Stamina wieder hergestellt. Ist halt auch, ne? Fast 1:1 geklaut von Stardew Valley. Wie die meisten Sachen hier. Aber ja, ist trotzdem sehr gut. Es gefällt mir besser als Stardew Valley. Ich weiß, es enttäuscht jetzt ein, zwei Leute, aber ist einfach so. Ja, das heißt, man könnte den ganzen Tag in die Mine gehen, dann dahin gehen, 200 Gold ausgeben, Stamina komplett wieder auffüllen und wieder in die Mine gehen. Aber es ist halt recht viel Hin- und Hergereite oder recht viele Cutscenes für Schnellreisesystem. Ich denke, dass mit ordentlichem Essen wäre angenehmer. Apropos ordentlichem Essen. Wir müssen noch alte Tortenstücke kaufen. 84. Wir brauchen nicht mehr so viel, um hier auf Max zu kommen. 4 Stück sollten reichen. Es gibt hier leider keine Anzeige, wie viele wir im Lager haben. Das wäre noch sehr praktisch. Aber ich glaube, wir hatten schon mal ganz gut eingekauft. 44. Ja, mein schönes Gold. Das sollte man gezielter machen. Entweder gezielter machen oder so viel Gold verdienen, dass man nicht mehr drauf achten muss. Hier. Hi. Geschenke. This smells too good to eat. Ja, noch ist er frisch. Morgen sieht das schon anders aus. Hi, Ack.
Dünger anwenden. 30, das wird jetzt verteilt. Dann gleich nochmal 13. Einer ist über. Hi! Hi. Einstellen. Achso, wir müssen wieder bezahlen, ja. Pro Monat. Kochen. Wir hatten jetzt ein Rezept mit Chili. Da, Fleisch und Chili, Pfeffer. Nicht genug Rohstoffe. Bissfisch. Achso, wir haben kein Fleisch. Ja. Das war's. Nee. Das kann da rein. Schmeiß mir noch einen Dünger rein. Vielleicht geht das ja auch irgendwie an die richtige Stelle. Da brauchen wir die Platten vor. Nee. Da ist soweit okay. Hier alles einsammeln. Alles reintun. 400 Holzkohle. Ja. Wie viel ist eine einfache Axt wert? Verkaufspreis 8. Wir können davon 10, 100 Stück herstellen, wenn das 800 Gold. Gibt es Verkauf mit Ressourcen, wenn wir genauso viel bekommen? Ja, das braucht die Verbesserungssets. Flauschige Anhänger, 109. Davon könnten wir 30 machen. Das wären 3000, dann hätten wir auch keine Fäden mehr. Brauchen wir für Fäden? Fälle. Brauchen wir für Fälle? Abgenutzte Fälle. Mach mal 10 abgenutzte. Okay, mach 20 abgenutzte Fälle. Und dann 8 mal. Das sind die 160 Ressourcen oder was? Und Stoff, wir haben nur noch 2 Slots frei, dann mach mal 30. Oh. Nochmal 33. Bei wilden Kokon kriegen wir ganz viel von der Baumfarm. Das könnten wir auch mal umstellen. Baumwolle bauen wir, glaube ich, selber an. Verkaufspreis 25. Bei der Blume ist es wie viel? Ich glaube, die waren nur 7 oder so. Und Salpeter haben wir keinen Verwendungszweck. Nee, dann mach. Rühren haben wir 12. Mehrere. 11 mal 12. Hat eine Weile was zu tun. Und Erz müssen wir gleich noch holen. Hier haben wir schön viel. Hartes Aluminium. Mehrere. 60. Mal. Schwerer als man denkt, blind auf seinem Schoß die Tastatur ordentlich zu bedienen. So. Hä? Achso, das ist jetzt Elektrolyse, das ist nicht die Schmelze. Garnstahl, Barne, nee. Steinziegel bringen 11. Das sind 8 Steine. Zinnerz, wir haben fast keinen Zinn. Holzkohle ist ganz gut was wert. Die 400, die wir gerade hergestellt haben, sind schon mal 2000 Gold. Ja, komm, mach das mal alles weg. Also 100 mal 5. Mehrere. 100 mal 10. Damit zu wenig Zinn. Das braucht Elektrolyse. Schmelzen. Ganz viel Sand.
100 mal 15. Das wird kein bisschen random oder so. Hartholzdielen, da haben wir sehr viele von. Das ist unter Schneiden wahrscheinlich. Acht, ja, wir brauchen mehr Schneidemaschinen. Gut. Dann gucken wir einfach mal nach Schneidemaschinen. Montage. Wir brauchen für den alle Schneider. Vorher den industriellen Ofen und eine industrielle Maschine. Wir können leider nicht hier direkt draufklicken, das ist schade. Bauen. Da hinten blinkt was. Oh, Roboter, stimmt. Du weißt, dass wir beide etwas gemeinsam haben. Wir beide lesen gerne. Wir sind beide für diesen großen Roboter verantwortlich, der in der Stadt Amok läuft. Wir lesen beide gerne. Lesen ist eher Petras Ding, aber darüber habe ich nicht nachgedacht. Nein, wir sind beide nicht aus Porsche. Du bist hier gekommen, um dich um das Haus deines Vaters zu kümmern und ich, um mir einen Namen zu machen. Ich bemühe mich sehr, mich anzupassen und für die Gemeinde nützlich zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es dir auch so ungefähr geht. Ich bin nur wegen Geschenken an der Schleife hier. Ja, ich mache viele Besorgungen für Leute, die ich kaum kenne, nur um sie dazu zu bringen, mich zu mögen. Das klingt sehr manipulativ ehrlich. Wirklich? Das klingt nach viel Arbeit. Ja, aber hallo. It comes with the job, I guess. Beziehung plus 20. Wow, 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 wow. Nicht essen. Ja, ach so. Ja, sie freut sich und jubelt, dabei streckt sie sich nur vor Langeweile. Hi, Frau im Kornfeld. I like this gift. The data discs are very important for. Okay, das war's schon, danke. Darling. Hi. Wow, I always wanted. Tägliche Blumen. Oh, es wurde angemerkt, dass Ash doch schon ein Geschenk für Alice kennen könnte. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich drauf geachtet. Gucken wir mal. Soziales. Alice. Vorlieben. Bambus-Papaya mit Ei oben drauf. Ja, aber das ist doof. Hey! Das bringt gerade mal so viel wie. Oh, ich habe nichts gesagt. Also meistens sind nicht die lieben Geschenke, sondern die da drunter mit Zuneigung. Die macht meistens nur so 4. Ähnlich wie die gelben Blumen, aber 8 Punkte ist okay. Du bist so schwer umzukriegen, Hund. Wow. Ich brauche doch einen Wachhund. Echt harte Arbeit. Hätte man wahrscheinlich vom ersten Tag an. Also, sobald man ihn hat, der ist ja erst ab ein paar Quests da. Aber sobald man ihn hat, sollte man dann regelmäßig da was zu essen liegen lassen. Na gut, wir wollen jetzt zum Nordbereich. Der ist irgendwie abgefahren um die Ecke weit weg, richtig? Hier hinter? Nein. Also ja, hier hinter schon, aber da kommen wir nicht darum. Wenn wir hier. Und da dürfen wir nicht lang. Und da habe ich abgeschummelt. Okay. Also jetzt sind wir gerade an der Baumschule und von der Baumschule nach Norden. Schau gut aus. Katzin. Einmal treten hätte es auch getan.
kommt wieder mein Dark Souls durch. So, was haben wir hier Schönes? Irgendwas Neues? Du siehst komisch aus. Nein. Schade. Die Bäume hatten wir schon drüben, denke ich. Eisenholz, Hartholz, Harz, nichts wirklich Besonderes. Nö. Erdbeeren. Du siehst besonders aus. Gleich fällen. Sehr viel Holz. Es tut fast schon ein bisschen weh. Also in Real Life rege ich mich über jeden Baum aus, der auf der in meiner Nähe gefällt wird. Und gerade die älteren. Aber mein Spiel ist einfach Holz. Sieht schön ruinig hier aus, aber leider nichts versteckt. Wahrscheinlich müssen wir zuerst mit Maggie sprechen. Mehr Erdbeeren. Hier irgendwo rein. Bestimmt auch erst, nachdem wir ein Gespräch hatten. Einmal erfolgreich im Kreis laufen. So ein komischer Baum. Holzsäule, fortgeschrittenes Verbundbrett und Stahlplatten. Hä? Brauchen wir noch was? Achso, das war nur ein erster Schritt. Ja. Ich glaube, das haben wir schon alles. Oder könnten wir zumindest recht schnell bauen. Du siehst kurios aus. Zimt. Zimtbaum. Aber es... Wow. Abgestürztes Raumschiff. Cup. Ja, das wird der Enddungeon sein. Gute Gegner. Huckepack Frosch. Werfen mit anderen Fröschen. Kann man machen. Klingt jetzt nicht so gut, mit seiner Brut nach einem zu werfen. Aber ihr habt davon genommen. Ui, guck mal das Gold an. 140 Gold, müssen wir schon prügeln. Hinten sind mehr. Ne, das sind andere, das sind Varane. Inseln, wo man nicht rauf kann. Ne, ist nix. Sah also aus, als könnte man da irgendwie untenrum in dieses Gebäude da rein. Aber nein. Okay, sei es drum. Wir müssen dann wieder zurück. Fortgeschrittenes Verbundbrett einsammeln. Ich glaube, wir haben das schon vorbereitet. Dann Holzsäulen, die werden wir herstellen müssen. Das geht relativ flott. Und Stahlplatten haben wir auch vorrätig. Wir brauchen Roboterpferd. Wie bei, oh, wie hieß das? War eine coole Comic-Serie aus den 90ern. Lone Star? Der hatte ein Roboterpferd. Das quasi humanoid war, was ein bisschen skurril war. Aber ja. Dann. Sortieren. Jo.
Okay, wir hätten jetzt gerne. Das ganze Holz. Das sind keine Stahlplatten. Oh, wir haben nicht viele Stahlplatten. 10 Stahlplatten und 5. Ja, davon brauchen wir 15. Die haben wir auch nicht. Ist nichts fertig geworden in der Zwischenzeit. So, wir hätten gerne. Stahlplatten. Mehrere. Nehmen wir 3 und 10 sollen gleichzeitig dran schmelzen. Ja, die sind gerade ausgelastet, ich weiß. Aber danach dann halt, ne? Und dann fortgeschrittene Verbundholzbla. Dann auch mehrere. 1 mal 9. Brauche definitiv mehr Schneider. So, industrielle Schneidemaschine hat keine Schleifsäge. Schleifsägen sind schnell gemacht. Die sind Schleifsäge. Wir haben keine Blutsteine. Wir haben ernsthaft keine Blutsteine. So dunkel. Gerade erst mal 8. Ja, also gute Gelegenheit bei Dana vorbeizugehen. Gucken, ob wir es noch erweitern können und ob wir das Angebot vielleicht umstellen können in irgendeiner Form. Dass wir regelmäßig Blutsteine bekommen und eventuell Topaz. Aber jetzt hatten wir, glaube ich, beides nicht in der Auswahlliste drin. Sonst muss Ash echt jetzt hier nachts draußen Steine kloppen gehen. Wo hier kaum noch Steine rumstehen. Hello! I'm going to make a name for myself one day. I'll become the richest woman in the Free Cities. The next Musa. Oh, viel Glück. Bye! Ich bin nur dein Ernst. So, Art anpassen. Da kannst du mal runtergehen. Jetzt sind wir alles rot. Dann nehme ich lieber Zinn und andere Sachen. Weil es geht jetzt ja gar nicht mehr unbedingt darum, was wir kriegen. Wir müssen einfach nur alles viel haben. Und zwar alles viel günstig. Denn verarbeiten wir es an Massen weiter mit der Fabrik und machen so das Geld. So ist mein neuer Plan zumindest. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach nur so hin, dass alles unter dem roten Bereich bleibt. Und wir finden schon irgendeinen Verwendungszweck dafür. So, 1000. So. Mehr Mangan. Bestätigen. Ja. So, das Verbessern würde 20.000 kosten. Nee. Du, erstmal nicht. Das wäre also unser Gold. Das wäre jetzt nicht so schön, ne? Okay. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo ein paar Steine rumstehen. Das sind Kakteen. Auch bekannt unter ihrem weit verbreiteteren Namen Kaktusen. Ja, stimmt. 7 Days to Die habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Da habe ich den Chancellor zum ersten Mal gehört. Entnehmen. Ich könnte die Insel da auseinandernehmen. Also die Steine da gehören zum Ufer, die kann man nicht abbauen. Aber da hinten sieht man ja so ein paar lose Steine.
Das heißt, Ash wird jetzt ihren Abend damit verbringen, hier Steine zu kloppen. In der Hoffnung, Topase zu bekommen und Blutsteine. Damit wir morgen dann weitere Schleifgeräte bauen können, damit halt mehr Platten gleichzeitig gemacht werden können. Sowohl für Profit als auch für diese größeren Aufträge. Weil die Schleifdinger waren immer schon ein Problem. Hier hinten sind gar keine mehr, ne? Ja. Genau, also die Platten waren schon immer ein Problem. Ich hatte nun den Bock, die nochmal herzustellen, weil sie halt so viele Zwischenschritte haben. Mit den vorherigen Schleifgeräten und noch einem Ofen und hast du nicht gesehen, das war alles zu doof. Aber jetzt mit diesem automatischen Bastelding ist das wesentlich angenehmer. Ja, ne, guti. Dann wünsche ich euch schon mal eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Bye-bye.